Meine lieben Leute, mit Spielen ist es genauso wie mit einem Apfel an einem Apfelbaum. Er muss heranreifen und ist er erstmal herangereift, dann wachsen um den Apfel herum ganz viele andere ausgereifte Äpfel. Was ich euch damit sagen will, weiß ich nicht, außer dass ich an der Stirn noch einen Pickel habe. Aber meine lieben Leute, wir spielen heute ein Poppy Playtime Garden of Bun Bun inspiriertes Spiel, das euch möglicherweise von den Socken hauen wird. Und mich wahrscheinlich ebenso. Oder was mich meine eigenen Socken essen lassen wird. Irgendwie so halt. Oh Gott, war das schon wieder schlecht, Mann. Ja Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Video und damit herzlich willkommen zu Joyville, meine lieben Leute. Und wir werden uns mal überraschen lassen, was das jetzt wieder für ein, ja, von Poppy Playtime, Garden of Bun Bun inspiriertes Spiel ist. Ich glaube eher von Poppy Playtime. Aber wir schauen einfach mal rein, Leute. New Game und wir legen los. Das Ganze kostet 10 Euro auf Steam. Ich erwarte mir also Großartiges, Leute. Oh, oh, guck mal hier. Kisten, Kisten, Kisten. Und was haben wir hier? Exit Level B1. Okay, E zu interagieren. Oh, hier haben wir Kameras. Okay, Moment, da gucken wir gleich rein. Hier hinten haben wir irgendeine dunkle Ecke. Umgeworfene Spinde, können wir hier auch rein? Ah ja, wir können eigentlich alle Türen soweit öffnen. Das ist, schaut aus wie irgendein Storage mit einem richtig versifften Waschbecken mit etwas Blut im Waschbecken. Na, wenn das nicht Spaß macht, Leute, und einem Fingerabdruck. Der hat sich wahrscheinlich abgestützt und erstmal so eine richtige Lache da reingehustet. Festgenommen. Harrison Vanderbilt, der Gründer von Joyville, wurde festgenommen. Da steht... Als die Behörden am Kindergartengelände angekommen sind von Joyville, haben sie quasi festgestellt, dass alles total verlassen ist und ja, nicht gut ausschaut. Und nicht ein einziges Kind oder ein einziger Mitarbeiter wurden gefunden. Die waren quasi abandoned, wie man hier im englischsprachigen Raum sagen würde. Ja, okay, die Zeitung haben wir auch direkt mal mitgenommen. Also hier ist wieder irgendwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Oh, guck mal hier, da ist sogar... irgendein Vieh an der Wand, aber ich kann es nicht sehen, weil ich keine Taschenlampe habe, die wir vielleicht gleich finden. Hallo? Okay, Moment, warte mal. Bevor wir da in die dunkle Ecke gehen und uns aufessen lassen, will ich erstmal gucken, was hier so abgeht. So, was haben wir hier? Eine Kamera, die kaputt ist. Oh, wir können auch mit Sachen interagieren, oder wie? So, was haben wir hier? Ah, guck mal. Oh. Okay, was habe ich gemacht? Was habe ich gerade gemacht? Ah, guck mal, hier können wir sehen, was abgeht. Was ist das denn da oben? Hä? Was ist das denn da oben für ein Wollknäuel, was da irgendwie... weil sie nicht eingesperrt ist, so sieht es zumindest aus. Oh mein Gott, Freunde, ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Wo bin ich hier schon wieder gelandet? Wieso muss ich als Einziger und ganz alleine hier reingehen und versuchen, wieder alles zu lösen? Oh Mann, ey, okay, wir haben keinen Strom. Wir haben keinen Strom und ich habe keine Taschenlampe. Da können wir springen. Ah, aber jetzt ist das Licht hier durchgehend an. Alright. Muss ich... ah, ich muss die Kisten wegmachen, oder? Ah, ich verstehe. Wir müssen die Kisten wegräumen. Erstmal auf ganz entspannt. So, wieso kann ich... Irgendwas schaukelt da oben, was soll das sein? Oh, jetzt ist das wieder ausgegangen hier. Können Sie mal bitte aufhören damit, wenn ich den Hebel drücke, dann drücke ich auch den Hebel. Warte mal, ist im Storage vielleicht doch noch was ich irgendwie übersehen habe? Hier irgendwie... press to interact. Oh! Oh, eine Kamera! Is this even recording? Okay. Okay. I don't know what's happening here. But something is terribly wrong. Everyone, all the children and the other employees, they vanished without a trace. I'm the only one left, and I don't understand why. I saw it. It's a creature. Oh, no. So horrifying, it haunts my every waking thought. Its appearance, it defied all natural laws. It had eyes in its mouth. Can you imagine? Nee. It's like a nightmare brought to life. I can't even begin to fathom its purpose or origin. That shadow, it was just here, right outside. Junge, ich... it's out there. Ich habe eigentlich gar keine Lust, das zu spielen, ne? Ja, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also er sagt, er ist der Einzige, der übrig ist. Alle Mitarbeiter, alle Kinder sind auf einmal verschwunden. Und er weiß someone. Nicht, warum. Anyone who can explain this. Und da ist ein Monster im Kindergarten mit Augen im Mund. Please send help. I'm trapped. Terrified. Ja, und wo bist du trapped? I don't know how much longer I can hope. Ah! 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 Ah!
Okay, gut. Also die Sync ist ziemlich gut gemacht. Aber, yo, also nicht so gesund, ne? Also habe ich eigentlich keine Lust, muss ich ehrlich sagen. Habe ich jetzt eigentlich keine Lust festzustellen, was das für ein Tierchen ist, muss ich sagen. Aber gut, wer wäre ich, wenn ich das nicht feststellen würde für euch? Ich weiß nur gerade nicht, wie es weitergeht. Beziehungsweise, wo ich hin muss. So, das ist eine 2. Das ist super, das ist eine 3. Und dann haben wir eine 5. Bedeutet das irgendwas? Wo ist denn der Schlüssel? Das gibt's doch gar nicht. Warte mal, ist hier irgendwas im Eck oder so? Nee. Okay, I don't know. Ich habe keine Ahnung, wie wir da reinkommen. Vielleicht müssen wir irgendwie die Scheibe einschlagen. Oder ist der Strom jetzt wieder da? Nee, der Strom ist nicht da, ne? Das gibt's doch gar nicht. Wo muss ich denn hin? Ich scheitere hier schon am Anfang, Leute. Das gibt's doch nicht. Wo muss ich gucken? Vielleicht hier in den Drawn? Vielleicht hier drin irgendwie? Ah, press E to interact. Ah. Guck mal, wir können hier aufmachen. Okay, da ist eine Kiste drin. Da ist nichts drin. Okay, aber irgendwo... Irgendwo muss was sein, oder? Oh, hier sind Schlüssel. Just perfect. Okay, nice, Leute. Wir haben die Schlüssel eingesammelt. Das bedeutet zwar unweigerlich, dass wir jetzt weiterkommen, worauf ich irgendwie nicht so Lust habe, weil ich Angst habe. Aber macht nichts, Leute. Ah ja, da schaukelt nichts. Das ist nur die Lampe. Okay, perfekt. So, und jetzt? Ah, okay. I see. Ah ja, ein super Rätsel. Also, pass auf. Das hier muss zur 2. So, zur 2 habe ich gesagt. Das hier muss... Bruder. Das da muss zur 2. Okay. So, dann haben wir... Wir haben... 5 ist dieses lila. 1 ist grün. 5 ist dieses lila vor allem. So, warte mal. 1 ist grün. So, 5 ist das hier. Was für ein ausgesprochen nices Rätsel. Das ist nicht das hier. Das ist blau. Blau, blau, blau ist 5. Blau ist 5. Ich hatte kurz mal irgendwie einen Farbfehler. So, was hatten wir hier noch? 4 ist das Ding hier. Dann haben wir noch gelb. Ich habe keine Ahnung, was gelb ist. Gelb ist die 3. Der hier, ja, den sehe ich nicht, weil der komplett im Dunkeln ist. So, gelb war die 3. Und was haben wir noch? Genau, dann ist weiß logischerweise die Nummer 6. So. Okay. Oh, es sieht so aus, als hätte sich irgendetwas getan. Moment, I am on the way. Ich mache das Ding an. Wir haben wieder Strom, ja. Das Funken führt mich zu dunklen Aufzügen, die mich in den Schlund der Hölle befördern. Super, klasse. Da wollen wir ja auch unbedingt rein, ne? Ah, es gibt nicht mal Knöpfe, die man drücken kann. Nein, der Aufzug weiß automatisch, auf welche Ebene der Hölle er mich fährt. Oh, Wooly Bully. Ah. Mhm. Oh, nice. Hier direkt mit Scanner, Leute. Exit Level B2. Oh. Freunde, das sieht aber entspannend aus. Wir haben wieder farbige Türen, die uns den Weg weisen. Die grüne Tür geht auf. Hier können wir nichts tun und wir haben einen verlassenen Rucksack. Oh Mann, das ist dieser komische Boden, den ich gar nicht mag. Was sind das? Schuhe? Einfach nur Schuhe, okay. Oh, wir haben... Hä, das war ein Teddybär, oder? Hi there. Okay, das mit den Videos ist ziemlich cool. If anyone is watching this, please listen carefully. My name is Ethan Jenkins. Hallo Ethan Jenkins. Guten Tag. Something ich bin's, der Rotox. And I don't have much time to explain. But there's something important you need to know about this teddy bear. Mit dem kann ich hinten this den Scanner, teddy bear ne? Is no ordinary toy. It has a special chip embedded in it. A chip that can do incredible things. It's a long story. I can't risk revealing it on camera because I don't know who might find it. Geheimnis. I can tell you this much. It opens doors. It has a purpose beyond that. Warum würde jemand das filmen? Right now. Okay, alles klar. Also ich habe ich es jetzt weggedrückt, indem ich gesprungen bin. Echt jetzt? Gut, okay. Also ich habe einen Teddybär jetzt in der Hand. Das ist also ich habe einen Teddybär in der Hand. Nice. Dieser Teddybär öffnet Türen. Das heißt, dieser Teddybär, der öffnet diese Tür. Die Frage ist, Leute, und diese Frage, die möchte ich euch jetzt stellen. Möchte ich diese Tür, die da, die gelbe mit den Zähnen, wo die Augen drin sind, das aussieht wie das Monster, das den anderen Typen aufgegessen hat. Will ich diese Tür öffnen? Selbstverständlich, Leute, wir freuen uns drauf. Deswegen gehen wir da hin und rein mit dem Teddybären. Jawohl, sehr gut. Er hat auch nur 10% Akku. Oh, welch Freuden. Es ist ja auch mal überhaupt nicht dunkel, ne? Mit einer Taschenlampe könnt ihr mich nicht zufällig ausstatten, oder? Ich habe eigentlich keine Lust, in diesen dunklen Höllenschlund einzutreten, ohne irgendeine vernünftige Lichtquelle. Aber da helfen mir hier diese Käsefußschuhe auch nichts. Gut, okay, dann gehe ich eben rein da. Kann ich nicht einfach in den Aufzug wieder heimfahren? Kann ich einfach heimfahren? Warum bin ich hier drin? Why? Hallo?
Natürlich ist die Tür hinter mir zugegangen. Hello and welcome to Joyville. My name is Harrison Vanderbilt. At Joyville, we believe that childhood should be filled with laughter, exploration and unforgettable memories. Ja, unvergessliche Erinnerungen, ne? No other. Tailored specifically to ignite the spark of joy in every child's heart. Ich mag Joyville. Ich werde euch alle fangen. In Joyville, we believe in the power of imagination and the pure delight that toys can bring to children's lives. That's why we've curated toys that will transport your little ones into a realm of limitless wonder and joy. Der hört sich schon so ungesund an, der Dude. So whether you're a parent seeking a transformative summer experience for your child or a guardian searching for a safe and engaging environment, look no further than Joyville. Mm-hmm. Join us in creating memories that will last a lifetime. Come and discover the unparalleled joy that awaits in our Erinnerungen, die ein Leben lang halten. Oder die Kindertraumata, die ein Leben lang. Super. Also, die Frage, die ich mir auch stelle, weil ich ja immer Fragen stelle, insbesondere bei Horrorspielen stelle ich mir diese Frage, weil ich mir einfach denke, was ist eigentlich los mit euch? Aber wer kommt denn auf eine Idee, wenn er einen Kindergarten für Kinder macht, der außergewöhnlich ist, an dem man sich erinnern soll, da einen Monster mit reinzusetzen, das Augen in seinem Mund hat und so spitze Zähne, dass sogar Megalodon weglaufen würde. Oder wegschwimmen, besser gesagt. Also, keine Ahnung, Leute, was das hier soll. For real. Oh, was ist das hier? Oh, das sieht aber spaßig aus. Oh, guck mal, hier ein Turm. Ich kann den Turm hochgehen. Wir werden jetzt alles in aller Ruhe erkunden, meine lieben Leute. Oh, guck mal, hier ist ein Fenster. Da kann ich die ganze Welt überblicken. Kann ich mich einfach hinabstürzen? Bitte? Kann ich mich hinabstürzen? Nee. Kann ich irgendwas mitnehmen und als Waffe nutzen? Rutschen kann ich auch nicht. Also der Spaß hält sich bisher in Grenzen. So, wir haben hier die Rezeption. Wir schauen mal, was hier so ist. Kann ich mich eigentlich ducken? Ja, kann ich. Ja, aber ich kann da nicht runtergehen, weil ich zu groß bin. So, gibt's hier irgendwas? Oh, was ist das? Ah, ich habe ein Ticket aufgenommen. Oh, nice. Okay, na dann gucken wir uns doch einfach mal ganz feuchtfröhlich um, würde ich sagen, oder? Hier haben wir so einen Scooter. Der Smiley ist rot, das heißt, wir können den nicht nutzen. So, hier haben wir eine lustige Spielecke. Toll. Hier haben wir... Ah, ja, der hat Farbe hier. Wenn das auch Farbe ist, vielleicht ist das auch Blut. Was ist das hier? Oh, da geht's entlang. Da hinten sieht's auch richtig nice aus. Toll. Die Rutsche sind cool, guck mal. Ein Feuermonster. So, was ist das? Oh Mann, das sieht auch ziemlich sass aus, ne? Joy Wheel. Was habe ich gerade gemacht? Wieso mache ich das? Nein, raus mit dem Teddy. Oh mein Gott. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte hier nichts anmachen. Wenn ich Dinge anmache, kommen Tiere oder Monster. Komm wieder her. 0%. Warte mal. Kann ich den damit aufladen? Warte mal, kann ich... Was ist jetzt? Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade mache, aber gut, ich schaue es mir gleich an, ja? Okay? Ich bin ein bisschen nervös. Ich will hier eigentlich nichts machen, was dazu führt, dass mich irgendwas besucht oder heimsucht. Irgend so ein kleines, nettes Tierlein oder so. Oh, was ist hier hinten? Da ist dunkel. Hallo, guten Tag. Oh, hier hinten kann ich mich verstecken und weinen, wenn es mal ist. Auch nicht schlecht. Dann weiß ich das auch fürs nächste Mal. Okay, ich muss irgendwas mit dem Ding machen. Ich weiß nur nicht was. Ich habe es noch nicht so ganz erfasst. Warte mal, kann ich hier hoch? Ah, nice. Ich kann sogar hier hoch. Kann ich, warte mal, kann ich so ein bisschen eine Jump'n'Run-Einlage machen? Nee. Ah, schade. Schade, schade, schade. Okay, also, was brauchen wir? Das Würmlein hier. Oh mein Gott, das Würmlein guckt auch ganz anders hier jetzt. Okay, die Augen verfolgen mich. Das ist doch nicht kindergerecht. Was macht ihr denn? Was? Muss ich mir hier irgendwas... Ich verstehe es nicht, ey. Oh! Yo, was zum Teufel? Yo, bitte? Bitte wie? Ja, ja, ist in Ordnung da. Oben, sei einfach leise, okay? Gib einfach Ruhe. So, also ich muss den Teddy jetzt hier wieder reintun. Das muss ich machen. Ah, guck mal hier. Rot, orange, gelb, grün, hellblau, dunkelblau... Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Ne? Würmchen? Hallo, Würmchen? Machst du auch mal irgendwas? Kann ich jetzt bitte das Ding da machen? Also ich muss einfach gucken.
dass ich hier die richtige Farbe nehme. Why? Was habe ich gerade gemacht, dass das funktioniert? Ach, warte mal. Ich habe ein Ticket gezogen. Ah, stimmt. Gut, dann holen wir uns mal ein Ticket und dann schauen wir mal, was hier abgeht. Oh Mann, ey. Ich muss mir merken, welche Farbe das ist und muss das dann drehen. Oh, nee, ich kann immer noch nichts machen. Ah, jetzt. Okay, das Ticket zur Hölle. Also rot. Wir brauchen rot. So. Das heißt, ich klicke drauf. Okay, ja. Rot, dann haben wir orange. Das ist hier. Ja. Komm schon. So. Dann haben wir gelb und grün. Gelb. Was würde man jetzt machen, wenn man keine Farben sieht? Ist aber nicht sehr gut. So, gelb. Dann grün. Green, bitteschön. Wo ist grün? Da ist grün. Nichts leichter als das, meine lieben Leute. So. Dann haben wir so ein hellblau. Oder dieses Himmelsblau. Das ist dann das hier. Und dann haben wir ein dunkles Blau. Oh, guck mal. Ja, das dunkle Blau ist eigentlich richtig so. Ja, und wir haben dieses Lila, das hier. Okay, dann müssten wir es eigentlich jetzt haben. So, alright. So, Würmchen, bist du jetzt glücklich? Lächelst du mich jetzt an, Würmchen? Gar nicht mal ein Lachen kriege ich, also das finde ich aber nicht gut. Okay, yo, hier schaut es richtig, richtig toll aus. Warum gehen die Türen immer zu, yo? Lasst mich doch mal. Oh, der Abgrund aus der Hölle. Bitte nicht runterfallen. Warum? Warum würde man das tun? Wieso würde man über Bretter gehen, die schon beim Anschauen zusammenbrechen? Mann, ey. Junge. Gott, oh, eine Taschenlampe. Endlich, finally, haben wir eine gefunden. Aber halt erst im Abgrund, ne? Okay, aber ich muss sagen, das mit den Zwischensequenzen ist ganz nett gemacht eigentlich. Kann man nicht meckern. Okay, Bruder. Oh ja, ein Teddybär und eine Taschenlampe. Bewaffnet in der U-Bahn. Super. okay. To turn off flashlight. Oh ja, toll. Und wir haben auch noch Würmchen. Yo, ich habe irgendwie hier ein immenses Problem gerade. Okay, ich bin hier nur irgendwo reingetreten. Ich wollte gerade sagen, ich habe ein immenses Problem, weil mich irgendwas verfolgt. Aber mich verfolgt nichts. Kann ich hier nicht das Licht anmachen? Gibt es hier nichts, was ich tun kann, damit es hier drin besser wird? Danger. Oh, fantastisch. Ja, wenn da schon Danger steht, dann wissen wir ja schon ganz genau, wohin die Reise geht, oder? Lecker Schleim. Hat er noch einen hingesetzt, bevor er abgehauen ist. Auch nicht schlecht. Erstmal richtig hingekotet hier. Was ist das bitte? Oh Gott, ey. Wo bin ich hier gelandet, Mann? Wieso bin ich hier drin? Mama, ich will eigentlich gar nicht. Ah, hier. Ich sollte vielleicht einfach mal ein bisschen schneller laufen. Und möglicherweise nicht unbedingt in diesen Schleim reinmachen. Wieso sollte ich die Taschenlampe ausmachen? Bruder, why? Feueralarm? Nee? Okay, wir brauchen Hebel. Wir brauchen Hebel. Oh Mann, und ich muss den Teddybär laden. Ey, was ist das hier für eine schleimige, Kacke. Das gibt's ja nicht. Warte mal. Ich das hier irgendwie weg? Gibt's da was? Warte mal, muss ich Kisten stapeln, um darüber zu kommen? Oh, yo, wahrscheinlich. Oder so Hello Neighbor-like. Moment, wir probieren das mal. Oh, das hat ja nicht so gut funktioniert. Aber das ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Warte, dann setzen wir hier noch eins hin. So. Hüpfen wir da hoch. Zack, zack. Nein, kann ich da nicht rüber? For real? Ich kann Kisten stapeln. Ich kann auf Kisten springen. Aber ich kann diese Mechanik nicht nutzen, um da drüber zu kommen. Nö, unsichtbare Mauer incoming. Okay. Sehr, sehr wild. Dann brauchen wir wahrscheinlich einfach nur den Hebel. Wo auch immer der ist. Kann ich hier nichts wegnehmen, wenn ich die Taschenlampe habe? Yo, okay. Ich kann hier nichts rausnehmen. Ich kann generell keine von diesen Kisten nehmen. Okay. I totally understand. Was mache ich hier? Da kann ich den Teddybären reinsetzen und ihn aufladen. Mir fehlt aber der Hebel da, Bruder. Das ist einfach das Ding. So, Moment mal. Aber das... Ach, wartet mal. Moment mal. Muss ich das hier beim Schleim irgendwie hinmachen? Weil hier ist das Regal am niedrigsten. Okay, never mind. Es hat funktioniert. Okay, ich sag schon nichts mehr. Hier ist der Hebel. Der hängt da einfach. Kann ich die Tür öffnen? Schade, 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 dass ich die Tür nicht öffnen kann. Schade, 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 Banane. Kann ich auf die Spinte drauf? Ja. Oh, nice. Okay. Gut, wir haben den Hebel, Leute. Das heißt, wir können unseren Teddy aufladen. Perfekt.
100% jetzt, oder? Den Teddy auf 100%. Oh Mann, er lädt. Muss ich jetzt irgendwas bekämpfen oder so? Wo sind eigentlich die langen Würmchen hin? Ja, ja, lad ihn nur auf 100. Ich verstecke mich in der Zwischenzeit. Irgendwo da, wo mich das Würmchen nicht essen kann. Und zwar hier. Würmchen? Ey, wir laden den wirklich auf 100, oder? Ja, wird aber auch Sinn machen. Ich kann den wahrscheinlich jederzeit rausnehmen. Ich lasse es. Ich mache nichts. Dieser dunkle Tunnel da macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, um ehrlich zu sein. So, nice, perfekt. Sehr, sehr gut. Okay, dann können wir hier hinten reingehen. Ich will zwar gar nicht wissen, was dann passiert, aber hey, warum verliert ihr eigentlich Akku? Jetzt verliert er auf einmal keinen Akku. Oh nein, Sektor D, Sektor. Oh. Okay, wartet. Wir schauen mal da runter. Wir gucken mal, was da hinten ist. Ja, gar nichts. Alles zu. Alles vollgemüllt. Das hat eine Bedeutung. Also hinterfragen wir es nicht. Auch alles vollgemüllt. Da ist alles so rot, dass ich gar nicht runter will. Game Room. Aha. Spielraum. Toll. Ich wollte schon immer mal im Kindergarten in den Spielraum gehen, wo ein Monster rumläuft mit Augen im Mund. Hatte ich das schon gesagt? Ah ja, jetzt hat der Teddybär nur noch 90%. Der sieht auch richtig toll aus. Mit seinem ausgekratzten Auge. Sehr vielversprechend, das alles. Ich habe richtig Lust, Leute. Oh, das sieht schon eher aus wie Poppy Playtime. Das hat jetzt schon eher so diesen Vibe. Aber bisher finde ich es tatsächlich echt cool. Oh nein, jetzt brauchen wir einen Hasen. Oh, Junge. Evil, 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 evil. Überall steht evil. Oh nein. Oh nein, warum wird es dunkel jetzt? Ich will nicht, dass es dunkel wird. Warum sind hier lauter Würmchen? Das sind doch keine Kinderwürmer, Leute. Das kann mir doch keiner von euch erzählen, dass das ein Kindergarten ist, Mann. Oh mein Gott. Aha, da hinten ist eine Sackgasse, oder? Warum kommt der Hinweis, dass ich die Taschenlampe ausmachen soll? Toll, ein Würmchen. Yo, ich habe ein bisschen Angst. Muss ich da runter? Ich will nicht da runter, Mann. Hatte ich da schon gesagt, dass ich da nicht runter will? Freunde, ich habe keinen Bock. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe keine Lust, da runter zu gehen. Oh, was ist das? Oh, Teufel. Ja, das sieht auch sehr vielversprechend aus. Wo ist denn hier der Strom? Yo, gibt's hier keinen Generator, den ich anmachen kann? Morkdi. Ja, der ist kaputt. Warning, Danger. Wetten, wenn ich da jetzt hingehe, dann jagt mich irgendwas. Nee, auch nicht. Kann ich wieder runterrutschen und einfach nur rausgehen? Ich möchte rutschen, bitte. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Irgendwie, warum leuchtet das? Wieso leuchtet das hier? Das sieht sehr sass aus, wenn das leuchtet, oder? Soll ich da runterrutschen? Ach, ich kann hier nach oben hüpfen. Okay, alright. Ah ja, und dann kann ich rutschen. Oh, ja, toll, rutsch da runter. Oh, no. Wieso bin ich denn jetzt wieder hier? Ja, oder war ich doch vorhin schon? Warte mal. Da ist... Oh, no. Das Würmchen ist weg. Das war gar nicht Bestandteil von dieser Maschine. Das hat mich ausgetrickst. Das Ding hat mich gescammt. Oh, hier ist die Tür aber offen. Oder der Durchgang. Playzone. Ah ja, das ist das, wo auch am Aufzug stand. Ne, da stand Game Room. Oh Gott! Oh mein... Ach du heilige Mutter! Okay. Mami, kann ich wieder in die Rutsche rein? Kann ich wieder in die Rutsche rein? Bitte. Oh ja, ich kann in die Rutsche rein. Oh mein Gott. Junge, 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 Junge. Jo, Bruder. Hi. Na? Alles klar? Alles gut bei dir? Und schon ist er weg. Schon ist das Licht an. Gott, hat's mich jetzt gerissen, ey. Was soll das denn? Kommt der da auf einmal angejumpt? Uiuiuiui, Leute. Aber fair. Aber fair. Gut, lass uns mal weitergehen. Er kam von hier. Und er mag wohl kein Licht. Oder S eigentlich, nicht eher. S. S mag kein Licht. Try again. So, was habe ich gemacht? Was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich getan? Muss ich jetzt hier klettern? Muss ich jetzt hier einen Kletterparcours machen? Okay, aber was bedeutet das jetzt? Warte mal, muss ich hier rein ins Bällebad? Ich muss da rüberlaufen. Ich muss so eine Art Parcours machen. Aber ich muss ja irgendwie auch hochkommen, oder? Ah, wait. Warte mal, hier vielleicht? Habe ich noch irgendwo einen? Ah, nee, warte. Hier drauf? Ja, gut, aber was würde das für einen Sinn machen? Ah, I see. Okay, alles klar.
So, dann hier rein. Wer würde sowas erfinden? So ein Rätselding. Also das ist ja wirklich... Okay, da brauchen wir Rot dafür. Wir haben aber nur Gelb. Gelb brauchen wir wo? Wo brauchen wir Gelb? Alright, da hinten ist Blau. Wo brauche ich... Warte, muss ich das runterwerfen vielleicht? Ist hier irgendwo Gelb? Ah ja, hier hinten, oder? Nee, doch nicht. Habe ich mich verguckt. Oh, 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 oh. Oh, schnell rüber, 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 rüber. Okay, okay, okay. Ah. Ah, look at this. Was habe ich gerade gemacht? Ich habe keine Ahnung. Ah, doch. Warte mal. Das kann ich jetzt hier runterwerfen. Genau, da ist nämlich das Grüne. Ah, perfekt. Okay, dann brauchen wir nur noch das Rote. Wo auch immer das Rote sein mag. Hier ist es. Ah, perfekt. Okay, ich bin der aller echte Rätselknacker, Leute. So sieht es nämlich aus. So, dann können wir das wieder runter tun. So, dann tun wir das Rote wieder hier drauf. Und tun das hier drauf. Okay. Gut, 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 gut. So, einmal rüberspringen. Zack und bam. Okay. So. Und jetzt ist hier unten offen. Just perfect. Und jetzt brauchen wir nur noch ein gelbes. Ah, jetzt müssen wir alle hintun. Das heißt aber, ich muss wieder nach oben gehen. Zack, lass mich wieder hoch und alles runterwerfen. Die ganzen Dinger. So. Einmal den roten. Ah ja, okay. Also den werfen wir nicht runter. I see. Dann brauche ich bloß wieder den gelben hin. Verliert er jetzt eigentlich auch Akku, der Teddy, wenn ich den hier die ganze Zeit hinhalte? Okay, warte mal. Moment mal. Ja, das war jetzt dumm, ne? Ich muss erst die Dinger wieder in der Reihenfolge rausholen, wie ich sie geholt habe. Sonst macht das keinen Sinn. Oh Mann. Also nochmal. Das sind Spielverlängerungsmaßnahmen, Leute. So nenne ich das. So, jetzt muss ich nämlich wieder dahin, muss den Teddybären wieder reintun, muss wieder rüberlaufen. Eieieiei. Und wäre das Spiel jetzt ultra realistisch, würde der Teddy bei jedem Mal Akku verlieren und ich wäre irgendwann einfach, ja, dead, weil ich nicht weiterkommen würde. So, dann hier rein. Wir holen den gelben Würfel noch, aber jetzt ist halt die Frage, weil ich brauche ja Rot trotzdem, oder? Nee, ich brauche Rot nicht. Interessant. Ja, ist schlecht, wenn das Licht ausgeht. Mhm, und jetzt kommt gleich das Vieh und jagt mich wieder hundertprozentig. Hä? Hä? Was? Ich habe gerade alles zurückgesetzt. Ist das dein Ernst? What? Wieso sollte man das nochmal versuchen wollen? Okay, jetzt bin ich aber richtig perplex. Hä? Was ist das denn? Also ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Also irgendwie ist das ganz komisch. Alright. Also ich komme jetzt hier hoch. Okay. Dann kann ich den... Aber warte mal, warte mal, warte mal. Was passiert, wenn ich den jetzt hier hinsetze? Irgendwo ist was aufgegangen. Okay, was passiert, wenn ich gelb hinsetze? Dann geht das Licht aus. Ah, aber... Wait. Moment. Ah, warte, 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 warte. So. Jetzt muss ich aber... Oh, Mann. Nee, warte, warte. Anders. Das muss anders gehen. Moment. So, ich nehme den da. So, ich setze ihn hier hin. So. Setz den da wieder drauf. So, alright. Nehm den runter. Nimm ihn runter. So, dann... Nehmen wir mit. So, dann gehen wir hier hin. Dann müsste da immer noch offen sein, ne? Ja, genau. Werfen den da runter. Nehmen den, werfen den da runter. So, tun den hier wieder drauf. Oh mein Gott, Leute. Ich bin einfach Brain. Und den da... Wo ist Rot? Achso, Rot war oben. Und tun den hier hin. Right? Alright? Perfekt, Leute. Guckt euch das an. Oh, okay. Nicht schlecht. Okay, wir haben es gelöst. Ja, aber das gefällt mir hier trotzdem nicht. Das gefällt mir hier trotzdem ganz und gar nicht. Oh, oh. Ja. Oh, nee, ne? Nein. Nein, nein, nein. Hallo? Oh, oh. Ah! Nein, wo muss ich denn hin? Okay, da entlang. Oh mein Gott, Junge, Junge, Junge. Oh Mann, der sieht nicht gesund aus, ey. Oh, falsch. Ich bin falsch gelaufen. Er hat mich aufgegessen. Hey, mein Freund. Oh, er sieht so ungesund aus. So, hier nach links. Ich
muss ganz genau gucken, wo es lang geht jetzt. Dass er mich nicht wieder erwischt hier. Keine Ahnung, ich bin wahrscheinlich wieder falsch, oder? Ja, bin ich. Ich hätte nach rechts müssen. Du blöder Hund! So, jetzt nochmal aufs Neue. Oh, diese blöden Bälle, Mann. Ich rutsche die ganze Zeit halb aus. Also. So, einmal hier nach links. Mann, ist das duster ohne Lampe. So, dann da vorne rein. Hier rein. Okay, hier runter. Hallo? Ich laufe einfach. Ich laufe einfach durch die U-Bahn-Schächte. Oh mein Gott, hier ist zu, ne? Was? Ein Code? Keine Ahnung, Mann. Oh Gott, was? Jo! Versuch's nochmal. Ich versuch's nochmal. So, jetzt aber. Ey, aber den Code. Ich weiß nicht. Warte mal. Da war doch... Warte mal, wir schauen nochmal. Ob am U-Bahn-Schacht, glaube ich, oder an der U-Bahn... So, Leute, wir versuchen es nochmal. Ich glaube, an den U-Bahn-Wänden waren Zahlen. Das kann eigentlich nur das sein. Weil egal, wo ich sonst hinlaufen würde, es würde nicht funktionieren. Da ist 0. 03. 033. Warum bin ich so langsam jetzt? 0332. Okay. 0332. Schnell! Oh, Mann! Ich war doch so weit. Yo, was ist das denn? 6010. 6010. So, auf. Ja, 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 okay. So, wohin, wohin, wohin? Wohin? Schnell den Teddy rein. Oh Gott! No, 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 no. Geh weg. Geh weg. Ich fahre jetzt Aufzug wie in Roblox Stores. Tschüss. Ja, da brauchst du gar nicht so gucken. Oh mein Gott, ey. Stressig, dein Vater. Heilige Mutter Maria, meine Güte. Zum Glück hatte der Teddybär noch eine gewisse Akkuprozentanzahl. Jetzt hat er gar nichts mehr. 12, 11, 10. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. 2, 1, 0. Oh, no, ne? Wir krachen wieder runter. Ja, das war so klar. Du dummer Teddybär, du. Oh, nein. Bitte helfen Sie mir. Ich bin in riesiger Gefahr. Mich will ein großes Augen-Mund-Monster essen. Jo, einfach in den Abgrund, oder wie? Ach du meine Güte, ey. Die Story wird fortgesetzt. Cut, play games. Alright, Leute, dann war's das mit Joyville. Das Ganze wird wohl dann auch wieder in Kapiteln veröffentlicht. Das Spiel kostet 9,75 Euro, also 10 Euro. Ich habe jetzt 51 Minuten aufgenommen. Wenn man sich ein bisschen besser anstellt wie ich, dann schafft man das auch in 30 Minuten. Dafür 10 Euro... Ist gut gemacht an sich mit den Cutscenes und so weiter, das muss man auch dazu sagen. Also es ist relativ hochwertig, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich bin aber gespannt, ob dann die anderen Kapitel auch wieder was kosten. Das werden wir dann sehen, Leute, auf jeden Fall. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Spiel sagt, wie ihr das findet. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Leute, abonniert gerne rein. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.